hochrangige Beamte der Taliban wurden von der katarischen Luftwaffe nach Kandahar geflogen. Ich sag mal so, wenn nicht augenblicklich die deutsche Fußballnationalmannschaft die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar absagt, dann kann sie sich ihre Regenbogenflagge sonst wo hinstecken. Ernsthaft, kommt mir jetzt nicht mit Ungarn! In Katar wird Homosexualität nach Artikel 201 des Strafgesetzbuches aus dem Jahr 1971 als Sodomie mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft. In der von den Taliban angestrebten radikalen Form der Scharia wird Homosexualität entweder mit der Steinigung bestraft oder durch das Fallenlassen einer etwa 3 Meter hohen Mauer auf die Verurteilten. Dies ist nicht mehr nur eine Frage der Haltung. Sollte Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Katar wirklich mitmachen, dann sind die deutschen Spieler, die deutschen Funktionäre und die deutschen Fans aktiv an der Verfolgung und Ermordung von Homosexuellen, Frauen und Andersgläubigen beteiligt. Vielen Dank, dass Sie tapfer im Nirgendwo zugeschaut haben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie Gefällt mir, hinterlassen Sie einen Kommentar, teilen Sie das Video und abonnieren Sie diesen Kanal.